Herr Schipanski für die CDU-CSU-Fraktion. Wollen wir noch mal wechseln? Dankeschön. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, zu den Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes haben unsere Ministerin und die Kollegen Kretschmer und Ruprecht schon viel gesagt. Sie wissen, dieses Haus misst dem Thema Forschung und Entwicklung eine außerordentlich hohe Priorität zu. Und ich will an dieser Stelle nicht noch mal auf die einzelnen Projekte unseres Einzelplans 30 eingehen. Ich darf vielmehr den Blick auf ein anderes Feld lenken. Wir hatten vorhin die Debatte aus dem Wirtschaftsministerium. Und Sie wissen, auch da haben wir industrienahe Forschungseinrichtungen. Und der Kollege Mattfeld hat vorhin sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Forschungsmittel aus dem ZIM-Programm, Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, vorzeitig freigegeben worden, 350 Millionen, denke, ein ganz wichtiger Schritt, den der Haushaltsausschuss am 2. April gefasst hat, und einen ganz herzlichen Dank dafür. Sie wissen auch, dass es außerordentlich wichtig ist, dass diese Fördermittel freigegeben wurden. Insgesamt sind es 660 Millionen, die vorzeitig freigegeben wurden. Und denke, durch Aufhebung dieser Sperre hat der Haushaltsausschuss also ein sehr wichtiges Signal gesetzt. Und wenn wir einmal auf konkrete Programme schauen, dann dürfen wir feststellen, dass unser Ministerium hier, das BMBF, eine Vorbildwirkung in seiner Programmplanung hat für alle anderen Ministerien. Schauen wir uns das Programm 2020 Partnerschaft für Innovation an. Dieses Programm läuft unter der Dachmarke Unternehmen Regionen und fördert nach den regionalen Bedürfnissen der neuen Länder. Mit diesem Programm sollen die in den neuen Ländern aufgebauten herausragenden wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kompetenzen durch überregionale und interdisziplinäre Kooperation systematisch für die Zukunft ausgebaut werden. Vorhandene Akteure sollen sich also über die Region hinaus vernetzen, grenzüberschreitend vernetzen. Ich denke, ein spannender überregionaler und interdisziplinärer Ansatz. Und diesen Ansatz wählt nunmehr auch das Bundeswirtschaftsministerium für seine Innovationsprogramme Innocom und auch für die ZIM-Programme, also wieder für die industrienahe Forschung. Also das BMBF leistet hier eine Pionierarbeit für die ganze Bundesregierung. Auch dafür, Frau Ministerin, ein herzliches Dankeschön. Und wenn von einigen Rednern in dieser Debatte eine falsche Schwerpunktsetzung in diesem Haushalt kritisiert wurde, dann kann ich dem nur ausdrücklich widersprechen. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte in der gestrigen Haushaltsrede sehr richtig fest: Kreativität ist der Treiber unseres Wohlstandes. Und Kreativität erreiche ich nur über Innovation. Und daher ist es konsequent und richtig, wenn wir unsere Hightech-Strategie zu einer Innovationsstrategie weiterentwickeln. Und wir werden auch noch Gelegenheit haben, das in diesem Hohen Hause zu debattieren. Und wir setzen im Einzelplan 30 die richtigen Schwerpunkte, um unsere Bildungsrepublik Deutschland voranzubringen. Natürlich können wir auch Schwerpunkte ergänzen. Das ist auch richtig und das soll man auch tun. Und mit Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen darf ich auch heute hier einen Vorschlag unterbreiten. Ich selber komme gerade aus dem Untersuchungsausschuss NSA, bin auch Mitglied bei dem neuen Bundestagsausschuss Digitale Agenda und darf natürlich für einen Aufwuchs im Bereich der IT-Sicherheitsforschung plädieren. Denn gemeinsamer Gedanke beider Ausschüsse ist es, konstruktive Empfehlungen zu erarbeiten, wie wir die Kommunikation in Deutschland sicherer machen können. Was können wir tun, um Ausspähen bei Kommunikationsvorgängen zu unterbinden oder zumindest deutlich zu erschweren? Und wir haben bereits im Wissenschaftssystem, im Wissenschaftsbereich wichtige Player. Ich erinnere hier an die Fraunhofer-Institute, die sich sehr intensiv mit dieser Fragestellung beschäftigen. Und daher denke ich, auch in der anstehenden Debatte um den Haushalt kann ich mir vorstellen, dass wir bei der IT-Sicherheitsforschung auch noch einen wichtigen Schwerpunkt setzen. Lassen Sie mich mit Blick auf unsere Haushaltsdebatte an einem weiteren Punkt den Blick heute lenken. Am 18. Oktober 2012 haben wir hier das Wissenschaftsfreiheitsgesetz verabschiedet. Das war ein großer Tag für unsere deutschen Wissenschaftsorganisationen und es war ein entscheidender Tag für die Mitglieder des Haushaltsausschusses. Und ich darf an dieser Stelle von Seiten unserer Fraktion nochmals Annette Schavan
Wolfgang Schäuble und Ecki Rehberg ganz herzlich danken, die die Wissenschaftspolitiker sehr gut in diesem komplizierten Gesetzgebungsverfahren begleitet haben. Haushaltsrechtlich ist dieses Gesetz ein Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte. Wir erinnern uns, die christlich-liberale Koalition hat durch dieses Gesetz einen wissenschaftsadäquaten, am Forschungsprozess orientierte Mittelausgabe ermöglicht und somit einen optimalen Mitteleinsatz gewährleistet. Der Haushaltsausschuss hatte mit diesem Gesetz Kontrollmöglichkeiten abgegeben und Transparenz des Bundeshaushaltes eingeschränkt. Und mit dem Blick der Haushälter haben die Wissenschaftsorganisationen mit diesem Gesetz einen Vertrauensvorschuss erhalten. Ein Vertrauensvorschuss auf dem Weg zu mehr Autonomie und Transparenz. Und wir waren uns überfraktionell einig, dass mehr Freiheit für unsere Forschungseinrichtungen auch immer mehr Verantwortung bedeutet. Kontrollmöglichkeiten haben wir natürlich auch heute noch über den Monitoringbericht oder den Bundesrechnungshof. Aber ein Blick in diesen Monitoringbericht zeigt, der gemeinsam mit dem Umsetzungsbericht für den Pakt für Forschung und Innovation gegeben wird, dass der Gedanke des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes gelebt wird und die Instrumente rege genutzt werden. Für alle Bereiche, ob Haushalt, Personal, Bau oder Beteiligungen. Ich darf in der Haushaltsdebatte natürlich zwei Themen herausgreifen. Das ist die Haushaltsführung und das ist das Personal. Und bei der Haushaltsführung denken wir daran, dass wir eine flexiblere Mittelverfügbarkeit ermöglicht haben durch die Einführung von Globalhaushalten. Stichworte sind hier zu nennen die überjährige Verwendung von Mitteln, die Zuweisung von Mitteln zur Selbstbewirtschaftung und somit die Möglichkeit für unsere Forschungseinrichtungen, Gelder anzusparen für größere Investitionen. Wir haben eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von Betriebshaushalt und Investitionshaushalt. Allein für das Jahr 2013 hat die Fraunhofer-Gesellschaft genutzt und 30 Millionen Mittel aus dem Betriebshaushalt zur Deckung des Investitionshaushaltes verwendet. Wir geben also unseren Forschungsorganisationen die richtigen Spielräume. Zweite große Regelungsmaterie des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes war der Personalbereich gewesen. Sie wissen, wir haben die starren Stellenpläne abgeschafft. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, die Stellen jetzt noch mehr am Wissenschaftsbedarf orientiert zu vergeben. Wir haben ein neues Vergütungssystem eingeführt, um Berufungen aus der Wirtschaft und aus dem Ausland zu erleichtern. Und die Wissenschaftsorganisationen loben dieses ausdrücklich in ihrem Monitoringsbericht. Mittel sind Erfolgsbeteiligungen, zusätzliche Sachleistungen, zusätzliche Vergütungen, alles Instrumente, mit denen das sehr erfolgreich läuft. Und nicht nur, wie damals befürchtet, bei Professoren oder Spitzenwissenschaftlern, sondern auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs und wissenschaftsrelevantes Personal. In diesem Sinne darf ich also festhalten, dass wir mit diesem Gesetz, und das Gesetz ist, weil hier immer gefragt wird, was hat das mit dem Haushalt zu tun, sehr viel, weil die Haushälter hier eine ganze Menge Macht an uns abgegeben haben. Und dann denke ich, ist es auch in der Haushaltsdebatte ganz wichtig, das noch einmal anzusprechen, dass wir das Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und haushaltsrechtlichen Kontrollinteressen aufgelöst haben. Das war ein richtiger Schritt und daran wollte ich an dem heutigen Tag noch einmal ausdrücklich erinnern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin in der Debatte.